Hallo ihr Lieben, euer Girl, Sirio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 4. Weiter geht's mit diesem wunderschönen Spiel. Im letzten Part haben wir Rosa tatsächlich vor ihrem Tod gerettet. Sie steckt in eine Zornfalle, wäre fast in zwei geteilt worden. War echt verdammt brutal. Golbis hat sie natürlich nicht rausgerückt, wir mussten kämpfen. Tell hat sein Leben geopfert, um Golbis zu schwächen. Das hat dafür gesorgt, dass Kane wieder zu sich kam, denn er stand tatsächlich nur unter dem Zauberspruch von Golbis. Und so sind wir wieder vereint. Die Helden sind wieder vereint. Das ist doch cool. Und wir haben den Magma Stone bekommen und damit sollen wir in die Unterwelt. Denn auch die Unterwelt hat noch 4 Kristalle beherbergt. Die Kristalle der Dunkelheit. Dunkler Kristall der Erde, dunkler Kristall des Windes, dunkler Kristall des Feuers und der dunkle Kristall des Wassers. Ja, das ist unser Ziel. Und das führt uns in die schöne Städtchen hier. Agathe. Agathe Bauer. Da waren wir schon mal. Ich weiß jetzt nicht, ob der Typ das sagt. Behind the door lies a secret door. This is, has been here for generations. Its death remains unknown. Genau, der gibt keinen wirklichen Hinweis darauf. It looks as if there is no end to it. In diesem Brunnen, ich glaube, dort, wo haben wir irgendwas von Krater und so geredet, da müssen wir den Magma Stone reinschmeißen. Das ist der einzige Weg zur Unterwelt. Heftig, oder? Da muss man jetzt mal drauf kommen. What? Vulkanausbruch, nein! Wir haben das ganze Dorf zerstört. Den ganzen Kontinent zerstört. Can't believe I've done this. Und trotzdem noch alles grün. Trotzdem noch die friedliche Musik. Trotzdem sagt der Typ noch das Gleiche. It's a god. The people here all share their ancestry with the dwarfs. Ja, dwarfs ist ein gutes Stichwort, denn die Zwerge, die leben tatsächlich in der Unterwelt. It's strong. Mein Grandpa was really strong too. Wir haben dieses Dörfchen ja schon mal erkundet. Da gibt's nichts mehr. Was wir jetzt wirklich machen müssen, ist dieser Fels, beziehungsweise der Krater wurde aufgesprengt. Da kommen wir jetzt in die Unterwelt. Also, Ersche. Let's go. Let's do it. Komplett neue Overworld. Komplett düster. Komplett, ja, morbide schon fast, ne? Die Atmosphäre. Nur Lava und Tod und so. Ist schon krass. The Red Wings. Was? Die waren die ganze Zeit schon hier? Wie haben die das denn geschafft? Und wir mittendrin, da sind irgendwelche Panzer. Haben die Zwerge zu viel Advance Wars gespielt oder was? They must have beaten us here. Who are they fighting? I'm gonna bust through the line, hang on! What? She won't hold together! We're going down. Was? What the fuck is happening? Kaum kommen wir an, wenn man direkt abgeschossen ist, so wie bei Final Fantasy 3 da. In Ceronia. Ja, ich glaube, das Airship ist gone. Jetzt stecken wir fest in der Unterwelt. Na, super klasse. So eine Lava-Welt hängen wir jetzt fest. Cecil! Rosa. Kane wieder nur der Bystander? Is everyone all right? Yeah, but our ship, we can't keep flying in this condition. We have no choice. Let's get off and have a look around. Oh no, ja. Wo können wir wohin gehen? Vielleicht in diese auffällige Burg? Ui, die Mucke, Leute. Auch die finde ich im Original besser. Ich habe wieder zurückgestellt auf Range. Apropos zurückstellen. Jetzt sind wir ja in Unterwelt. Ich habe mir was überlegt. Window Design. Wir nehmen jetzt das in dieser Farbpalette. Hat was, oder? Signalisiert, hey, wir sind jetzt in Unterwelt. Weil das passt eher zum anderen Gebiet. Hehe, werde ich nur nicht spoilern.
Zwei. Ja, doch. Es gibt noch eine dritte Overworld. Da passt das dritte dann. Belassen wir es hierbei. Lolio! King Jot Ritz ist German Castle! King Jot. Der Jot war erfunden, Leute. Das ist leckere Süßigkeit. Gorbass is evil! You don't look evil! Go see King Jot! Jot! Gott, die sieht ja creepy aus. Guckt euch die mal an. Oh mein Gott. I'm Luca, my dolls disappeared. Have you seen them? Das ist schon wieder ein bisschen sus. Creepy aussehendes Girl und dann mit Puppen. Sind wir hier in Silent Hill oder was? Lario! Ja, so reden die Zwerge, jetzt begrüßen die sich. Dwarven Knight has so magical powers, I bet humans can't handle them. Lario, no important room. Ja, natürlich, no important room. Stehst voll aufmüpfig davor. Ist wahrscheinlich richtig important. Oh je. Oh, der Preis, doch. Das war mir dann doch ein bisschen zu teuer. Das war mir dann doch ein bisschen zu teuer. Ups. Na gut. Nee, übernachten will ich jetzt nicht. Was hat der noch? Nur solche Sachen, das brauchen wir auch nicht. Das ist doch Quatsch. Wir haben noch Isuna. Loli ho, no important room. Warum werden wir hier so doof empfangen? Klar, wir sind keine Zwerge. Loli ho, so dwarven greeting. All together now, one, two, three, loli ho. King Jot is waiting. Ich glaube, wir müssen erstmal zu King Jotto. Der König der Jotto. Gut. Und der begrüßt uns jetzt ganz herzlich, oder was, der Zwergenkönig, obwohl wir keine Zwerge sind. Ich glaube, in Final Fantasy, ich glaube, es war Final Fantasy 1, da waren die ja so ein bisschen rassistisch. Man musste erst das Vertrauen der Zwerge erkämpfen. Welcome! Ja. I am King Jot, ruler of the underworld. State your business. We've come in search of the Dark Crystals. Oh, I see. You are like the others. But from what I have witnessed, I see you are not on their side. What of the Dark Crystals? Have they been taken? They have stripped us of two. Now only two remain. Oh nee, zwei dunkle Kristalle hat der Gorbis schon. Das heißt, er hat schon sechs Kristalle. Sechs vor acht. Arise a step behind. This castle's crystal is still safe. Our tanks fought them off. Einfach motherfucking Zwerge mit riesen motherfucking Tanks. Einfach fette Panzer haben die aufgestellt. So richtige Kampfpanzer von Advance Wars. What? Leute, die Final Fantasy ist something else, wirklich. Ich mag ja auch Final Fantasy 2. Ich liebe mein Final Fantasy 2. Das ist so ein bisschen out of the box hier. Das ist schon das Krasseste von den ersten Firmen, finde ich. Yes, we saw your tanks battling the airships on our way here. Airships, you call them. The overworld creates many incredible wonders. Our tanks have taken quite a beating. Can you help us with your airship? Honestly, we need to repair her first. That attack really busted her good. We will do anything in our power to help you repair your airship. Ah, she won't last in the heat of this lava anyway. I'll make her temporary fixes up for now, then fly back up to the surface and gather me some Mithril to armor her better. Boah, das wohl wegbekommen. Bestimmt hier aus der Stadt Mithril. Sit. Just button up and relax, I'll be back. I'm a Terminator, Arnold Schwarzenegger, you know it. Be careful, Sid. Hehe, no worries, I'm a tough old man. Toll, jetzt sind wir wieder nur zu viert. Sid has left the party. King Jot, where is the crystal? At the safest place in the castle, hidden behind my throne. Ja, sag's noch lauter. In einer Welt, wo alle manipuliert sind und mind-controlled sind und Spione überall drin stecken. Tata, was hast du, Yang? Ist Ameisen in der Hose oder was ist los? Yang, what's wrong?
Someone spying on us. Und natürlich schreit der König das quer durch den Thronsaal. Wo der Kristall ist. What? Die sind, glaube ich, schon da. Ja, es ist ein Girl. Aber es ist nicht das Girl, ne? Es ist nicht Luca oder wie die ist. Und die Puppen sind ja auch weg. What? Es wird creepy. Perhaps it was your imagination. I wish it were so. But it definitely sends a free sense. Open the door! Just so ya! Gott, wie die aussehen, die Zwerge. Bisschen creepy, ne? It's locked! Yippee! Da jetzt. Oh Gott! Jetzt wird's creepy. Silent Hill schlägt so, Ja, Puppen in Videospielen, ne? Oh no. Oh no. Ich kenne ja auch so Anime mit Puppen, Rose and Maiden. Das war auch ganz cool. Das war aber dann zum Glück nicht creepy. Guess who? It's Kai Cabrina. We are cute and we are scary. We love to kill. Let's take our heads. Yeah! A gift for goodness. Yippee! What? Oh Gott, ich glaube, die muss man ganz schnell töten. Dann machen wir das mal. Attack, attack, attack. Ach, die gehen immer auch schnell down, zum Glück. Ich glaube, die Boys zahlen ein bisschen mehr aus. Das heißt, wir sollten uns auf die Girls konzentrieren. Tja. Hier weiß sie allerdings nicht, was wir machen sollen. Rose, er kann ja nicht angreifen. Ach, wo ist Sid, wenn man ihn braucht? God damn it. Die macht jetzt wirklich anarmend. Das ist sehr süß. Guck, die Girls sind schon weg. Die machen jetzt eng eine Scheiße, wenn die nicht rechtzeitig besiegt oder fusionieren sich oder irgendwas war da. Ist auf jeden Fall nicht so cool. Los, schnell, 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 schnell. Nein, ich war nicht schnell genug. Oh no, Kai Cabrina, eine riesige hässliche Puppe. Übelst creepy, ja, das war ein Abend. Dadurch, dass Sid jetzt weg ist, kann ich Kane eigentlich auch wieder nach vorne stellen, ne? Machen wir mal Jump. Machen wir mal Kuraga. Kleine, nette Heilung kann noch nie jemandem geschadet. Zum Glück ist Rosa nicht Teller. Sie hat ein bisschen mehr MP. Zum Glück. Aber schwer war der Kampf auf keinen Fall. War verdammt easy. Sieht ein bisschen gruselig jetzt aus und alles. Also schlimm war es nicht. Das wüsste ich noch. Ja. Absoluter Joke. Wenn man die Girls nicht vorher besiegt, wird die Puppe wahrscheinlich noch stärker, hält mehr aus und so, aber haben wir perfekt gemacht. Ja, Big Bully, but now Guy Bears knows about this place. He's gonna get you. Sir Guy Bears. Our paths cross again. Oh Gott, der Trottel ist uns immer einen Schritt voraus. Galbes, I command you for finding your way to the underworld. Now that meteor-wielding sage is no longer with you, still, and thanks for service, I shall tell you why I am collecting the crystals. The 8 crystals of light and dark are the keys to reactivating the Tower of Babel, which leads to the moon. Ja, das ist ein Anspiel an der Bibel, ne? Turm zu Babel, das hoch, was Gott gesagt hat, ihr wollt ja sogar mich übertreffen, das werde ich nicht dulden. Dann hat er die Sprachen vermischt und dann hat der Turmbau niemals mehr richtig stattgefunden.
Aber er will jetzt einen Turm bauen, der so bis zum Mond reicht. Das klingt absolut bescheuert. Legends say, the moon possesses power beyond our comprehension. I need only one more crystal to materialize my dream. You have been a great aid to my quest. Now, prepare for your final reward. What? Wir kämpfen gegen Golbas? The first time. Oh no! Focus! Jump! Let's do it! Attack! Und hier machen wir natürlich Blink. So dass er Cecil vielleicht nicht trifft. Oh Gott, wir können ihn nicht erwischen. Golbis, du gottverdammter Cheater. Such is your powers. I expected more. Binding Cold. Open your eyes and gaze upon you, Terror Shadow. Come forth. Shadow Dragon. Nicht Shadow the Hedgehog. Shadow Dragon. Black Fang. On Yang is down. Black Fang. Kane is down. Der lustigerweise nicht gestunt war. Farewell, Cecil. Oh no, oh, der Mist Dragon kommt aus dem Nichts und rettet uns. Heißt es etwa der Mist Dragon? Der hat doch was mit Rydia zu tun. Wo ist Rydia eigentlich? Ist Rydia jetzt wieder da? Kommt sie wieder? Hilft uns etwa Rydia? Der Black Dragon ist schon nach 200 Treffern tot. A Dragon? The Shadow Dragon was destroyed by the Mist. Are you okay? Can you move? That voice. Ja, es ist Rydia. Rydia is back. So, Phoenix down. Wir retten jetzt erstmal Rosa. Denn Rosa kann uns natürlich wiederbeleben. Und guck mal. Rydia hat die komplette White Magic verlernt. Aber ist jetzt eine richtig krasse Schwarzmagierin geworden. Und sie hat neue Summons. Und diese Summons werden Golbas komplett in Grund und Boden stampfen. Titan, ich wähle dich. Ja, böse. Rydia hat auch nicht viel Energie, muss man ein bisschen aufpassen. Aber das kriegen wir hoffentlich hin. Ja, und das war's wieder mit Rosa. Wird's halt sofort wiederbelebt, ne? Man kennt's ja nicht anders. Gaia's Wrath. Guck mal, wer das ist. Einer meiner Lieblings-Summons. Titan, ich feier den. Der ist so krass, der Typ. 1920. Noch Fragen? Ich denke nicht, ne? Ich denke nicht. Och, Kinders. Trotzdem hat Rosa es irgendwie überlebt, was ich cool finde. Summon Shiva. Zeig mir neue gewonnene Kraft. Just do it. Komischerweise kann ich Rosa nicht steuern. Doch jetzt. Gute alte Kuraga hat noch niemanden geschadet. Und damit sind wir wieder komplett restauriert. Komplett wieder gut aufgestellt. Klar, Yang geht's immer noch nicht gut, aber hey. Oh, und Shiva sieht doch immer so cool aus. Königin des Eises, wenn ihr so wollt. Macht aber nicht so viel Schaden wie... Ihr wisst schon. Titan. Der war halt noch ein bisschen krasser drauf. Phoenix down für Yang. Yang ist wieder weg. In Business. Nochmal Kuraga. Und jetzt holen wir Ifrit, den Dämon des Feuers. Episch. Einfach nur episch. So, hier machen wir einen schönen Attack. Und jetzt kann Cecil auch mal endlich angreifen. This cannot be! 11.000 Chill, 3.000 Erfahrungspunkte. Kane gained a level. Golbas ist tot. We did it. We defeated Golbas. Und Rydia is back. Best outcome. Rydia. What's happened to you? Leviathan took me to the famous land of the Eidolons. I learned a lot of there. I can't use white magic anymore, but I've grown as a summoner. Ist auch ein bisschen älter geworden, komischerweise, ne? Ist nicht mehr so als unschuldige kleine Mädchen. The time flows differently there. So I guess I've aged a bit.
auf jeden Fall. Well, that explains why your appearance has changed. Cecil, who is she? The girl we found in mist. Wo wir alles abgebrannt haben, Kane. Wo unschuldige Dorfbewohner quasi vernichtet haben. Das Girl, was überlebt hat. Genau die. Jetzt weiß es wieder, ne? Fortune favors us indeed. Rydia, we owe you our lives. Thank you. You don't have to thank me. The Queen of the Feymat told me that a great force is secretly at work. Was confronted together. Summoner, Rydia has joined the party. Vom unschuldigen, schwachen Girl zu einer ultimativen Beschwörerin. Oh Gott, es gibt natürlich noch ein negatives Pünktchen hier zu besprechen, und zwar, dass Golbez doch nicht tot ist. I cannot perish! Das ist der Todesgrabscher, The Legend of Zelda. Die Hand lebt weiter. Der Wichsgriffel von Golbez. Nein! Nein! Behalte deinen Wichsgriffel woanders! Mach doch was, Cecil! Das ist nur eine Hand! Cecil guckt da, trinkt erstmal seinen Energy so. Und schaut einfach nur zu wie so ein Bekloppter. The Crystal! Ja, der Kristall wurde von deinen Augen weggenommen. Ja, bericht das mal den König Jod. Der wird sich freuen, dass du nichts gemacht hast, du alter Bystander. Forgive me, Golbez has taken the crystal. Only one crystal left, we must protect it at all costs. Yes, where can you find it? In a sealed cave to the southwest, where Golbez is heading, but he cannot enter without a key. I have a request to ask of you. We will do anything. It was our fault. The crystal was stolen. I want you to retrieve the 7 crystals to the Tower of Babel. I presume it will be far to fight. By Golbez's forces, yes. It won't be easy. I have a plan. You will sneak in and seize the crystal while our tanks distract them. The plan must be executed immediately before Golbez returns from the sealed cave. Wir machen also jetzt einen auf. Dab, 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 dab. Bap, bap, bap. Wir sollen uns reinschleichen. Tower of Babel. Die panzerfeinen Zwergen sollen die ablenken. Interessant. Ich finde diese Luca immer noch creepy. Guckt euch die an. Zwergengirl oder was soll das sein? What do you think? A large force might be waiting. It's a risk. As they say, nothing ventured, nothing gained. His Majesty is right. Now might be our only chance. All right. We will go to the tower and reclaim the crystals. Doch erstmal schauen wir uns jetzt bei den Zwergen an. An, genau. Ja, 7 Zwerge in den 7 Bergen, wenn man kennt's. Thanks for the defense. We won't go down easily. Excellent. There's an exit in the castle's basement. You may leave when ready. Good luck. Basement muss man also durch. Interessant. How dare they use my doors for something like that? I know it. A swell place to live. Stay here with us. Ja, ein bisschen zu heiß. Hier in Oldenburg sind schon gefühlt 40 Grad. Reicht mir schon. The king showers look with affection, so she won't feel lonely without her mother. Hat die keine Mutter mehr, oder was? Scheinbar nicht. Lonely ho, think you got it. Lonely ho, lonely ho. Ja. Die Zwerge, die sind irgendwie mal ganz lustig. Ich gucke jetzt wieder im Final Fantasy 9. Ich weiß nicht, ob es die im 5 gab, aber ich glaube sonst erstmal nicht mehr. Kam in den früheren Spielen öfter mal vor. Frühen Final Fantasy ist später irgendwie nicht mehr. Lonely ho, so drowns greeting. All together now. Lonely ho! Gut, die Sachen, die eben blockiert waren, da kommen wir jetzt hoffentlich durch. Yes, indeed. We drafts are tough, but even we get hurt once in a while. This is the infirmary.
I'm getting better. Schön für dich. Ja, das ist irgendwie so die Krankenstube. Scheint ja mit den Red Wings im Krieg zu sein, mit Panzer gegen die Red Wings. You have permission from the king, then you may enter. Ach, da geht's dann wahrscheinlich story-wise weiter. Interesting. That chocobo inside the fool, it is a bird of the gods. A great one can be entrusted with things you don't need or can't use right away. Ah, hier kommt er wahrscheinlich. Ja, wir haben 10 Stück, da müssen wir was ablegen. Hi. Bisschen gewöhnungsbedürftig, ne, das neue Fenster hier. Ah, ist schon okay. Schon okay, ist das. Gott, diese ganzen Sachen, Decoy. Doll of the same effect as Blink. Nö, kein Interesse, nö, kein Interesse. Kein Interesse, kein Interesse. Ice Claws, Flame Claws, Lightning Claws. Mach die mal alle weg. Benutze es eh nicht mehr. Nur so wie Mithril-Sachen, die Silencing Arrows. Die Prison Guard brauchen wir nicht mehr. Die Schilde brauchen wir nicht mehr. Knight's Armor brauchen wir nicht mehr. Die behalten wir noch. Mains Kiss kann weg. Ja, das ist blöd bei Final Fantasy 4. Muss gefühlt alles wegmachen, was du wirklich nicht brauchst. Geyser Green, Geyser Green. Ich hab's so teuer gekauft. Naja. Well? Dwarven weapons are heavy, too heavy for humans, eh? Wahrscheinlich was für Sid? Nö, für Kane sogar. Brauchen wir das? Ich weiß nicht, kann er denn auch den Jump? Flame Sword, Flame Lance. Boah, die Flame Lance gönne ich ihm aber. Blinding Arrows, Great Bow. Huh. Ach, wisst ihr was? Ich will lieber aus dem Zauberstab oder so was. Ich weiß nicht. Bezeugt mich irgendwie nicht. Flame Mail für Kane. Oh, Sages Mitte. Auf jeden Fall. Zweimal bitte. Rune Armlet. Boah. Ja, es wird wieder teuer. Aber es lohnt sich hoffentlich. Ui, Kane. Du bist wohl ganz schön geschlagen. Was ist mit dem passiert? Was ist mit dem passiert? So, Equipment. Du bekommst die Flame Lance. Oh, sie hat eine Peitsche. Whip. Whip, whip, whip. Sage Supplies und Rune Armlet. Deutliche Verbesserung. Sehr, sehr gut. Gerade er kann es gebrauchen, der geht immer so schnell down. Wirklich. Nicht schlecht. Es wird schon wieder gelohnt. Das war gut. Oh, voll der Geheimraum. Hier ist das Pub. Hilly Drops, always fighting, never crafting. Das ist also der Tanz der Unterwelt. Ich verstehe. Wow. Ist das der betrunkene Tanz oder was? Hier mitten in der Kneipe. Oh, er springt über das Sessel rüber. Ich bin nicht dein Bockspringen-Objekt, okay? Was ist das für ein Mist? The room spinning longer. I'm gonna be sick. Das habe ich als kleines Girl gemacht. Ich habe mich auf so einen Drehstuhl gesetzt und. My heart's spinning! Ja, war mir auch übel schwindelig. Aber ich hab's geliebt. Karussell für Arme, ich sag's euch. Ui. 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 Developers Office. 1991. Was? Was? Ich hab nicht. Was? Was? Hiroyuki Ito? Sind die EntwicklerInnen oder was? Hä? Das ist ja interessant. S. Tanaka. Watashi wa Sato Tanaka desu. I hope to level up before my next project. I want my own desk. T. Endo. I'm exhausted. Kakuizumi. New vacation for us again, right, Mr. S? Idubashi.
I didn't steal anything, I've been framed. Hier sind die Entwickler zu Hause. Warum sind die Entwickler in der Unterwelt? Warum war der eine Entwickler jetzt ein Monster? I'm Tucker, the Pixel Artist. I want to become Lord of the Super Pixel Artist. I think I will be by the time we master up. Y. Matsumura. Hey friends, how's going? I'm sorry, I thought you were somewhere else. Ka Adachi, menu programmer. Easy as a pie. Air Tanaka graphics. This will be my final piece of work. I hope you're enjoying this so far. Where's Dustin? Hanakada. I'll be the only female once my graphics partner leaves. I hope I don't choke on all the testosterone. Ja, kann ich verstehen. Ich fühle mich auch manchmal so in der Gaming-Szene. Es gibt nicht so viele Frauen, die gerne zocken. So viele Girls. Aber offenbar das einzige Girl. Oh, Hasakaguchi. Ist das nicht irgendwie der Final Fantasy-Experte, so, der dahinter steckt? Ich glaube schon. Der ist ein Chocobo. What? Ich habe den Raum noch nie. Also, den habe ich jetzt zufällig gefunden. Ich wusste nicht, dass er existiert. M-Akao. Time to do what I like best. Ah, weirdo. Hey, everybody, are you all enjoying my work? Oh, Nobuo Uematsu. You have potential. If you want, I can teach you to play an instrument or two. Das ist der Sounddesigner für diese legendären Tracks. Sehr zuständig, Kaito. Good luck with this game. I hope you go on to play our other titles as well, wenn du wüsstest, dass ich einen Final Fantasy Marathon mache. Nur in 12er werde ich nicht spielen, 11 werde ich nicht spielen. Und 14 werde ich nicht spielen. 15 habe ich auch nicht so wirklich Lust drauf, muss ich sagen. Aber sonst die anderen Teile bin ich down. Found Last for Lalio. Hä? Okay. Dieser Raum ist mehr als nur seltsam. Rosa and Tridia, huh? You girls are cute. Let me be of your service. Teto Kita has joined your party. What? Please take me with you. Hä? Apropos Ro. Warum ist Rosa vorne? Das mit den Reihen, das ist einfach nicht gut gemacht in dem Spiel. Aber so passt das. Ja. Hä? Der kommt doch gar nicht mit. Können nur 5 Leute haben. Weird. Kanarita, Main Programmer. No more extra movies, no more bugs, no more work for me. Also. What? Hiromi Nakada. Nicht, dass wir jetzt hier Game Over gehen, ne? Poisoned. Confused. Okay. Geh lieber mal hier weg. Trau dem Braten nicht. Hä? Dieser Bereich, ne? Cooler, versteckter Bonusbereich. Kann man mal so festhalten, ne? Echt gut versteckt. Okay. Haben wir das auch mal gesehen? Das war interessant. Das war wirklich interessant. East Tower 1F. Hier können wir noch ein bisschen was plündern. Dwarvenex. Gut, dass ich den nicht gekauft habe. Ich glaube, dann wird der Jump schlechter. Ja. Dwarvenex kann mir gestohlen bleiben. Not want you to put the treasures to good use. Welche Treasures? Hier ist nichts mehr, du Trottel. Du hast schon alles weggenommen. Hier, nix. Nix. Der Typ hat nichts mehr da gelassen für uns. Erbärmlich. Einfach nur erbärmlich. Diese Treasure meinte wahrscheinlich. Power Armlet klingt gut. Elixir klingt super gut. Eva. Da haben wir so viele verbraten letztens. Wie komme ich jetzt da hin?
komme ich da jetzt hin? Nee, das will ich jetzt nachschauen im Internet. Ich will wissen, wie man hinkommt. Angeblich hier, aber ihr seht, das funktioniert nicht. Ah, okay. Silver Hourglass, absolut useless. Well, man nimmt, was man kriegen kann. I guess. Ah, von hier sind wir gekommen. Das heißt, der Bereich führt uns wieder nach draußen. As well, over here too. Gold ist halt so retweetet. It's the overworld full of evil too. Ja, leider. Die Welt oben besteht nur aus bösen Mächten. Ja, fighting girl bist du, take this treasure, it will be of some help. Der Typ will uns nur leiden sehen, wie wir jeden Topf durchsuchen und dann ist da nichts drin. Guckt ihn euch an, diesen ekligen Sadisten. Guckt ihn euch an. Dieser eklige Sadist. Was macht denn hier? Ist das wirklich Naming Way? Bitte nicht. Bitte nicht. Hi, Porschen. Hoi, hoi, mosch, mosch. Elixir. Die Elixier nehme ich gerne, aber die können wir eigentlich wieder weglagern, ne? Ja, willst du deinen Namen ändern? Nein, warum denn nicht? Ja, immer noch nicht. Ja, du wirst doch zur wahren Erkenntnis kommen. Ja. Black Belt G. Uiuiui. Cecil ist ja immer noch gesilenced. Ist ja der Scheiß da. Ja. Mal gucken, ob ich das wegbekomme. Hier, für Yang. Cool. Wie komme ich jetzt weg? Ich will nicht bei Naming Way sein. Der Typ macht mir Angst. Ich will echt den ganzen Weg zurück. Wie umständlich. Naja. Gut, das hat sich gelohnt. Black Belt G. Was ist hier denn schönes? Haben wir ja schon. Dragon items hold magical powers. I bet humans can't handle them. Ja, hier übernachten wir jetzt auf jeden Fall. Good night. Du, 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 du. Bam, bam, bam. Bam. Haben wir jetzt hier woanders? Denke schon, ne? All set. Ready, set, go. Cool. Silence ist auch wieder weg, der Effekt. Ja, komm, wenn wir schon hier sind. Wie gesagt, die Elixier sind ein bisschen Overkill. Für die optionalen Dungeons, für Endboss vielleicht ganz cool. One of Cecil's Favorites, wofür ist das? Lustful Lalio. Können wir das mal ablegen, genau wie die Axt. Silver Armlet, Power Armlet. Lege ich auch erstmal ab. Genauso wie die Elixier Kempo G, Silver Hourglass. Voll blöd, warum kann ich dann die Mythgraven Blade nicht ablegen? So, ein bisschen wack. Gaia Gear, Wundspear. Brauchen wir alles nicht mehr. Was hast du eigentlich noch für Rosa und Staff? Irgendwie. Besser als nix. Nichts Sinnvolles hier noch. Crossbow. Ah, die Crossbow könnte man überlegen. Keinen coolen Stab oder so. Ach, wisst ihr was? Ich lasse das erstmal. Ich weiß, das ist dumm. Rosa hat nichts equipped, aber ganz ehrlich, mit ihr zauber ich sowieso nur. Bin juckt. Komischer Weg. Lolliho! There are gigantic cannons in the Tower of Babel. Quick, okay, clear. Hier ist auch nichts, ne? Warum sind so viele Truhen schon geöffnet? Ihr habt doch schon andere Helden verteilt. Aber ihr will nicht die Welt retten. Mann. Cottage, Cottage, Cottage. Dreifach. Hooray. Auf Cottage. Schön. The underworld monsters are fearsome. Be careful. I'm brave, but that's nothing compared to how brave you are. Woher weißt du was? Kennst uns doch gar nicht.
Alicante is the strongest of the four elemental archfiends. It's at the Tower of Babel. Oh, das war ein Spoiler, ey. Das heißt, wir treffen auf Rubikante. Der letzte der vier. Ich muss sagen, die anderen drei waren jetzt eigentlich Witzfiguren. Deswegen habe ich auch vor ihnen keine Angst. Come back in one piece. One piece. One piece. He who fights and runs away lives to see another day. You sneak in while we distract them with our tanks. Die Strategie habe ich schon verstanden. Ihr müsst euch nicht wiederholen. Ich bin nicht... minus 1 Milliarden IQ. Oh, nee. Ja. Jetzt habe ich die teure Übernachtung bezahlt, ne? Naja, ist egal. Inside is the water of life. Drink before you go. Drink before you go, go. Ich glaube, nee, wir können tatsächlich noch spielen. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Neue Overworld, Leute. Diese Unterwelt ist doch echt wieder. Wenn schon in das Platz angekommen, solange wie ich mich da aufgehalten habe. Das war nicht wenig. Ja, das ist die Overworld. Komplett destruktiv, nur Lava. Nur tot, kein saftiges Grün. Schon ein heftiger Kontrast, ne? Finde ich ganz cool. Ist mal was anderes. Hier jetzt zum Tower of Babel. Der Turmbau zu Babel. Keine Gegner. Oh. Sobald man sowas sagt, direkt der Punish. Dann noch Ambush, ey. Ja, von denen haben wir jetzt auch schon mehr gesehen, ne? Von diesem Basilisk-artigen Gegner. Immer wieder werden die Skins reused, ja. Stone Gates und Get Wrecked. Kacke. Das ist natürlich absolut beschissen. So, Bio? Ja, sie hat auch Bio. Der beste Zauber ever. Boah, muss ich schon wieder grinden oder was ist los? Die halten hier richtig viel aus. Kaum ist im nächsten Gebiet schon wieder komplett gebumst, ey. Schon weird. Das ist echt nervig. Na gut, kann man nichts machen. Ich hoffe, die Versteinerung ist jetzt weg. Ja, tatsächlich. War ja keine richtige Versteinerung. Nur wenn man zu lange das nicht kuriert und der Kampf ewig andauert, sind die versteinert. So was gab es auch in Lost Odyssey. Da. Vor allem die Musik ist wie die Overworld, nur dunkler und langsamer. Oh nein, Back Attack. Nicht euer Ernst, oder? Klar. Der Damage ist vor anderen Sternen. Swap Rose. Schnell wie es geht. Hallo, swappt jetzt die Rose. Gottes Willen, war schrecklich. Jetzt müssen wir alles wieder aufheilen. Das war echt scheiße jetzt. Ich greife jetzt nur einen mit Bio an, weil dann reicht es bestimmt aus. Ja. Nur Black Lizards oder was? Oh Mann. Wieso die ganze Zeit diese blöden Versteinerungen? Oh, das sind echt schreckliche Gegner. Aber das konnten die auch schon Final Fantasy 2. Ich erinnere mich da in so einem Turm-Dungeon. Da haben die tatsächlich zum Game Over geführt. Nervige Gegner, wenn ihr mich fragt. So was? Ich nutze das Heilen von Sesse. Bei ihm benutze ich die Magie so und so nicht. So. Oh, da sind die Tanks. Die euren Zwergenpanzer. Da ist schon der Turm. So schnell geht's. Interesting. Ja, und das ist jetzt die Ablenkung, oder was? Ihr seid straight up vor Eingang und ich soll jetzt da rein, oder was? Ja, ist klar. Jetzt hört auch auf zu schießen, ne? Ist hier noch was? Links? Ich weiß nicht. Denke, den Dungeon machen wir auch erst beim nächsten Mal. Weil sonst ist das ein bisschen Overkill. Oh, echt nur diese Scheißgegner. Ne, das sehe ich nicht ein. Ist ja voll langweilig. Immer die gleichen. Ey, soll der Scheiß? Ja, ich weiß, wir sollen da rein. Ist gut. Liebe Zwerge, ist gut. Wir haben es begriffen. Das wollte ich. Neue Gegner, Leute. Der Goblin Captain. Captain Falcon.
auch ein absoluter Loser hier. Goblin Captain ist wirklich nicht gefährlich. Aber der sieht heftig aus, der Armadillo. Straight up aus Donkey Kong Country. Nicht Donkey Kong Country, ja doch, da gab es die auch, ne? Wollte aber eigentlich Donkey Kong 64 sagen. Hui. Relativ schwach. Die Black Lizards scheinen wirklich die stärksten zu sein. Schon wieder Back Attack. Was ist denn jetzt los mit den Back Attacks? Das ist ziemlich uncool. Schnell, Swap Flows. Sehr schön. Jetzt machst du mal einen Kick. Kick sie weg. Oh no. Wie viel Schaden machen die? Kann ich ja direkt ein Zelt nutzen jetzt. Das ist absolut bescheuert. Vielleicht soll ich nur ein Level machen. Ich denke, ich soll nur ein Level machen. Um ehrlich zu sein. Ich glaube, der Turm, der Babel-Turm war auch nicht so einfach. Ja. Das war's. Ja, echt eklig, also. Uff. Ganz schön heftig. Bis die einen Schaden machen. Na, sonst irgendwelche Gegner. Zwei Kämpfe mache ich noch und dann grind ich noch ein Level offscreen. Und am Ende mein Part. Hab dann ganz gut was geschafft. Sehr schnell sogar, ne? Ist mal ernsthaft. Oh, das Magma Tortoise. Boah. Der Damage ist vom anderen Stern. Da werden wahrscheinlich jetzt die Ice Claws ganz gut. Und das Feuerschwert hier in der Unterwelt ist wahrscheinlich auch nicht gerade so toll, was Cecily hat. Aber gut, ich wüsste jetzt auch nicht, was denn sonst geben sollte. Zumal ich ja die Sachen immer wieder abgebe. Beim Fat Chocobo. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich hier Zeit mache? Popo, organize. Magic, Zeit. Das ist die Unterwelt-Map. Nicht ganz groß wie die Overworld, aber groß genug. Es gibt auch verdammt viele optionale Dungeons, Secrets, optionale Quests. Wenn wir alles machen, können wir jetzt aber noch nicht. Können wir jetzt noch nicht machen. Geht ja später. Wenn wir wieder ein Airship haben. Nested. Du, 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 du. Quip. Oh, Rydia ist so strong jetzt auch mit den Summons und alles. So heftig. Gut, die Girl geworden ist. Gut, ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Beim nächsten Mal geht's in den Babelturm rein. Schleichen wir uns rein und treffen wahrscheinlich auf Rubikante. Das wird ziemlich cool. Freue ich drauf, ich tue es. Und dann bleibt mir noch eins zu sagen, und zwar stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!